Hallo und herzlich willkommen zurück bei Suicide of Rachel Foster. Oh. Hello? You still there? Is that a joke? Yeah. Well, you're improving. What's up? Oh, nothing. I mean, just wanted to say, you got everything you need to have a smooth night. But you should take a look at the main power system. You know, no one's been up there since... Leonard's death. 5 days might not seem like much, but the Timberline has an age. I don't know. When I lived here, I was only a kid. I can barely find the bathroom. Well, that's a good start. Like, at least I won't wet myself? No. I didn't mean... Don't blush, kid. I was just kidding. Oh, I just... I'll call if I need you. Rachel says she feels alone. Irgendwas ist mit dieser Rachel, oder? Ich meine, ja, wir wissen, Suicide of Rachel Foster, die hat Selbstmord begangen. Aber diese Inschriften, die lassen mich nicht in Ruhe. Da unten, also auf der linken Seite, there's light everywhere. Da ist überall Licht. Und hier, I heard you, Rachel, you were right behind me. Sowas schreibt man doch nicht, oder? Also... Wenn, angenommen, jemand ist hinter mir, ne? Also angenommen die Pan zum Beispiel, die geistert durch die Wohnung und die ist dann hinter mir, dann drehe ich mich doch um und sage Hallo oder ich gucke mich um oder sonst irgendwas. Aber ich schreibe doch nicht ein Buch. Oh, Moment. Irving, it's me again, obviously. I could really use a shower. Sure, you'll just need to turn on the furnace for the hot water. Oh, my mom never wanted me to go down there, but I loved that place. Full of little spiders. A real country bumpkin. I was a pest. Now, I think I even forgot how to get there. I forgot almost everything about this hotel. Funny, right? People forget what hurts, I think. Never enough, Irving. Never enough. Yeah. Well, furnaces are always in the basement. You won't have trouble finding it. Gibt es mehr? Is there something else I should know? Like, to survive? Well, don't expect a 5-star menu. Oh, really? You could survive for months with what's in the pantry. Let me guess. Canned beans, right? Bean soup, baked beans, potatoes and beans, bean broth. Starving suddenly seems like an acceptable option. Boah, jetzt habe ich Bock auf Bohnen. Ja, was ich gerade noch mit dem Buch sagen wollte, ne, hier, can't see your smile, honey. Ich kann dein Lächeln nicht sehen, das ist so... Vielleicht auch schon nach ihrem Tod, ich weiß nicht. Das hier sind wir auf jeden Fall, wenn ich das richtig sehe. Hier, ne, Bild einer kleinen Nervensäge, zack. Könnte, ja, das könnten sehr gut wir sein. Wir hoffen mal nicht, dass das Rachel ist. Das ist sehr unangebracht. So. Okay, wir müssen nach unten, ich brauche eine Dusche, aber zuerst muss ich den Heizofen anstellen, um heißes Wasser zu bekommen. Wir wissen zum Glück, wo der ist. Mal gucken, dauert ein bisschen, bis wir da hinkommen. Weil wir jetzt gerade erst aufgestanden sind, da drüben, naja, ist jetzt also Paletti. Ich bin so doof. Ich bin neu hier in diesem Hotel, ne? Ich kenne mich ja noch nicht so aus. Ich dachte eigentlich gerade, da geht's dahin, wo wir gerade eben waren. Hier haben wir ein Zimmer aufgemacht. Ich würde gerne weitere Zimmer natürlich inspizieren. Vielleicht gehe ich einmal ganz kurz, bevor wir... Die Augen eines Mörders. Wölfe sind keine Mörder. Wölfe jagen höchstens, um zu überleben. Und Menschen greifen die normalerweise nicht an. Und ich glaube, wenn, dann in Rudeln. Ist also alles gut. Oh. Mitarbeiterquartiere. Ein Ring. Okay, aber hier sind mehrere Ringe, okay. Ein paar Weihnachtssachen, Klopapier, Vorrat, Pipapo, Handtücher und so weiter. Man kennt es ja. Wie Hotels eben so sind. Auf jeder Etage was. Der Fernseher ist leider kaputt. Oder es handelt sich um einen Kumpel namens Ken. Ja, mein Bro Ken, Alter. Okay, gut. Hier geht's nicht rein. Hier Handtücher, Entschuldigung. 115, meine Servernummer damals bei Meridian. Hier ist noch was, Dev-Only Storage. Ist das schön, jetzt überall hinzukommen. So, Ben, Alessia, Ben, Alessia, Kami,
Alles hier, Mac, Wendy, Bomberman, Bombona, Barbara, Beth und Ben, Laundry, Beth und Mac, Beth hat immer die Laundry gemacht, offenbar. Barbara, Sunday, jeden. Muss natürlich auch am Wochenende muss natürlich hier gearbeitet werden, ne? Ist ein Hotel, da kann man sich nicht drauf verlassen. So, Item, was? Guest Room Cleaning Checklist. Ah, Door Lock Works Properly, da fehlt noch ein Y. Door Opens Easily and Quietly, Light Switches Work Properly, pipapo, okay. Eine Checkliste, Bens Nachricht. Schade, dass es hier keine Übersetzung gibt, ne? Hi, I left you the dynamo flashlight, you'll have to work a little to make some light. Haha, Ben. Also, der hat uns eine Taschenlampe hinterlassen, also nicht uns wahrscheinlich. Und die Taschenlampe können wir auch nicht mitnehmen. Erst wenn es soweit ist, wahrscheinlich. Wir sind schon wieder unserer Zeit ein bisschen voraus. Ah, hier ist so. Für den Staff, hier kommt man dann schlafen und sowas. Bild. Ist das nicht das schmalste Haus der Welt? War das am Times Square? War das am Times Square, dieses Ding? Ich weiß gerade gar nicht. So, noch mehr Zigaretten. Offenbar haben die hier eine Hausmarke. Ist ja auch schön. Hier sind alten komischen Fliesen mit schönen Sachen drauf. Hatte man früher halt so. Ich glaube, meine Eltern hatten sowas auch. Oh, das ist aber... ein bisschen gruselig aus hier. Eine indigene Vase. Ist aber nichts drin. Okay, ist sehr schön. Schön vasig. Oh, und das hatten die Mitarbeiter hier. Das ist aber nicht für die Mitarbeiter, oder? Warte mal. Staff only. Okay, das ist nicht für die Mitarbeiter, das ist für auch für Hotelgäste hier. Schönes Kaminzimmer. Beschützer. Ein Totempfahl. Und hier Bilder von Indianern. Offenbar ein Themenzimmer. Und hier geht es dann offenbar ganz nach oben zu den etwas teureren Suiten, würde ich vermuten. Oben sind die Hotels ja immer meistens die teureren Zimmer. Ach, das ist das Museum. Okay. Sah nicht so museumig aus, aber na gut. Ich weiß, wir müssen nach unten. Ich schaue mich trotzdem mal kurz um. Ne? Nur mal ganz kurz schauen. Ich meine, draußen ist eh Sturm. In der Kirche, da waren wir vorhin. Draußen ist eh Sturm, da müssen wir mal hier gucken, was wir machen. Das geht nicht auf. Verdammt. So, da drüben fehlt Tapete oder hat jemand eine Rigiuswand reingezogen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Versiegelte Tür. Also entweder ist das hier neu oder das ist alt. Kann auch sein, dass die zweite Etage irgendwann dicht gemacht wurde, wegen Dingen. Was? Was? Kerzen im Bad? Kerzen im Bad und das sieht aber noch aus wie... Das sieht aus wie ein Beschwörungsritualebuch oder sowas, ne? Wer macht denn sowas in der Kloecke? Das ist die Checkliste. Guest Room. Was? Stink. Was? Red. Enough is enough. Problems with electronics heating. Stink and worse in the walls. Oder noise. Ah, stink and noise in the walls. Rats. Also Gestank und Geräusche in den Wänden. Sind das vielleicht Ratten? Genug ist genug. 304. Housekeeper Bob. Gestank und Geräusche in den Wänden. Also hier ist ein bisschen Gammel natürlich, weil das... Hotel vielleicht schon, oder hier oben wurde länger nicht genutzt, ich weiß nicht genau. Die Checkliste kann man nicht ranzoomen, ne, weil zum gucken, was da Lights are properly, no. Door lock works, no. Door opens easily and quietly, no. Also vieles, lamps work, no. Vieles einfach im Argen hier in dem Raum. Und dann auch diese komische Beschwörungsstätte hier im Badezimmer. Das ist irgendwie sehr suspekt. Das ist sehr suspekt. Ist da noch? Wieder eine Checkliste. Kostenplan. Cancelled. Construction Cost. Oh, Mobilization. Sidewalks, Surveying, blablabla, 404.000. Hätte fast $1 Million gekostet. Interesting U-Block, Grouting, Parapets, Washdown, Pump Days. Leonard McGrath. Timberline Hotel Restruction. Der wollte das ganze Hotel hier modernisieren wahrscheinlich. Und das Ganze wurde gecancelt wegen der Kohle. Weil es wahrscheinlich einfach zu teuer war. So, Raum, Museum.
hier geht's nochmal rein. Wir gehen gleich das machen, was wir machen sollen. Alles wie immer. So, Feuerlöscher. Sicherheit wird groß geschrieben. Hier geht's wieder zurück zum Museum. Na komm. Museum. Auf zum Museum. Und da wären wir wieder. So. Ich gehe mal wieder zurück, ne? Ich bin ganz ehrlich, das Museum sieht jetzt nicht so spannend aus. Wir müssen eh nach unten in den Keller. Und dazu müssen wir mal kurz aus den Staff-Räumen wieder raus. Oder ich gehe mal in den Staff-Räumen nach unten. Ich habe schon wieder ein Kinderlachen gehört. Ich habe schon wieder ein ganz leise, ganz kurz so... Hä? So ein Kinderlachen gehört. Jetzt habe ich aber oben noch dieses Beschwörungszeug gesehen. Hier geht doch was vor. Und auch der Vater mit seinen Botschaften. Rachel stand hinter mir. Oder bla bla bla. Hier geht doch was vor sich. In diesem Hotel. Oh nein. Ich hoffe, das ist kein Gruselspiel. Oh Gott, nein. Warum? Das wusste ich nicht. Ein Bild. Ansehen. Das ist wahrscheinlich der Raum vorne, wo wir gerade drin waren, als das Hotel noch aktiv war, oder? Ach, schön mit der Beleuchtung da oben und so, mit Gesang. Tanz nicht unbedingt, aber hat alles voll, alles ausgebucht. Das war bestimmt echt mal super schön hier alles. Ist ja auch super groß. Sehr geräumig. Notenblätter, Lonely Thoughts. Oh, ich würde das jetzt so gerne hören. Ich würde jetzt so gerne an so einem Abend teilnehmen. Sich einfach hier hinsetzen und so eine Rückblende genießen oder so. Das wäre so schön. Ach ja. Das auf dem Bild war, glaube ich, ein anderes Hotel, weil hier sieht es anders aus. Da, schön mit Gesang. Da noch, schön mit Blass. Und hier Donnerstag, Donnerstag, Donnerstag. Oder Dortmund, Dortmund, Dortmund. Kann auch sein. Das ist die... Was ist das für Geräusche? Das ist die Dortmund, Dortmund, Dortmund Band gerade eben. Wackeln die Ketten vielleicht und machen diese Geräusche? So, Olmeca Alkohol, Tequila Gold. Na, da können wir uns mal einen genehmigen, oder? Der dürfte ja nicht abgelaufen sein. Was? Versand? Was? Setzt jeglichen Verstand außer Kraft. Alkohol. Olmeca. Morgens Olmeca, abends Elmex. So, hier wurde getanzt. Alter. Sieht aus wie so ein Bruce Lee-Tritt. Vielleicht will sie ihm gerade was klauen oder tritt ihm oder hier will ihm da reinhauen und er holt zum Kick aus. So ein bisschen Street Fighter. Das auf jeden Fall nicht hier. Und ja, hier sind manchmal gruselige Geräusche, aber es ist halt ein leerstehendes Hotel. Da hinten waren wir gerade drin. Kommen wir denn hier raus? Ein Vorraum. Und da sind wir wieder bei der Lobby. Okay, ich... Das ist doch keine selbstschließende Tür. Hä? Hä? Oh, okay. Hat der Vater vielleicht... Diese ganzen Bücher über Astrophysik und sonst irgendwas und Mathematik und bla bla bla. Hat er vielleicht versucht, das Rätsel um Rachel auch zu ergründen? Dass sie vielleicht tatsächlich noch hier anwesend ist, mehr oder weniger? Ding, ding, ding. Ach, schade, ich dachte, ich kann wieder ding, ding, ding machen. Dass sie mehr oder weniger vielleicht noch anwesend ist? Sterbende Rose. Zimmer 217. Das schreibe ich mir auf. Sterbende Rose, 217. Das bedeutet doch was, oder? 217. Da wird irgendwas sein. Ich erschrecke mich vor den eigenen Schritten.
Kann es sein, dass der Vater da vielleicht deswegen diese ganzen Bücher gewälzt hat und so weiter, wegen etwaiger Vorkommnisse? Irving? Are you at the furnace? He's waiting for me. He's down there. What? Who? Old farting ghost. Wait, what did you say? Old farting... I used to hide down there with hotel guest kids and wait for old farting ghost to come and get us. Farting... the furnace? Yeah. When Leonard found out, he almost choked laughing. Your father laughed about stuff like that? Yeah. Well, that's long gone. Old farting ghost? What? Huh. How's it going? It looks real complicated. Yes? Furnaces are all the same. Can you see the control panel? I guess. What does the pressure gauge read? Huh? The thing that looks like a clock. Looks like 220. Bit? Oh. I don't like the sound of oh. It should be more like 210 PSI. Pressure's building. You saying I have a choice between freezing or blowing up? No. Push the green button. It's the starter. Old farting ghost, you rank spirit. Wake up! Huh? Nothing. Just talking to an old friend. Ach so, ich dachte... Man sieht, Alter, in der Vibrierung sieht man diesen unteren Teil des Pfeils kaum. Okay, der Druck auf dem Kessel ist auf jeden Fall zu hart. And here he is, in tip-top shape, I'd say. You were right. The furnace is haunted. Now you've got hot water. You have no idea how grateful I am. Just doing my job. Okay, ist wieder bei 2,10 die Nadel, ne? Ungefähr, ja, 2,15 vielleicht. Ich glaube, das ist okay. Das müsste gehen. Gut, wir haben heißes Wasser. Trotzdem, Peterborough, Kanada, lalalala. Trotzdem frage ich mich natürlich immer noch, jetzt machen die ja Geisterwitze. Also, ich glaube, ja. Give me some good news. Just letting you know that the rooms will heat up before the hallways. I just want to go to bed. Did you find a room you feel comfortable in? Yeah, my old room. It's exactly like I left it. Leonard cleaned it, but he didn't touch a thing. Same as you left it? Exactly. How does that make you feel? They teach psych classes at FEMA. Well, just being nice. It's endearing. But I'm not 16 anymore. There's lots of other rooms in the hotel. No. I think I'll sleep just fine. Okay. In dem Hotel, wo noch Schlüpper und Socke hängen, da möchte ich aber auch nicht schlafen. Wieso ist die Karte unten abgeschnitten? Das ist sehr unhöflich. Gerade die Salate und so. Oh, Ham and Eggs. $50? $50? Sind das Dollar hier, die Preise? Meat Sauce. $65? Fragezeichen? Wobei, das sind Centpreise. Oh Gott, was? Weil guck mal hier. Sirloin Steak à la Minute. $1,95. Das kostet $1,95. $1,95. Es sind natürlich andere Zeiten und andere Preise. Wobei diese Preise aber erst in 50ern sind, oder? Ham and Eggs für 50 Cent? Ja, hallo. Fahr mal auf. Bin ich dabei. Ach, ein Sandwich. Was ist nur ein Sandwich? Trotzdem für 50 Cent? Ja, hallöchen. Mushroom Sauce, Spaghetti. Entree, Sandwiches, Salads. Ja, die Karte ist eh abgeschnitten. Das ist irgendeine alte, uralt Karte. Ich glaube, die gehört nicht mal hier zum Hotel. Wenn wir mal ehrlich sind. Wollte mal kurz in Dining Room mal ein bisschen rumgucken, ne? Und ja, es müsste eigentlich, als wir hier reingekommen sind, hätte es schweinekalt sein müssen. Davon haben wir gar nichts gemerkt. Jetzt haben wir erst die Heizung angemacht. Hier geht's wahrscheinlich in die Hotelküche. Essenslift, ja. Okay. Mal ein bisschen rumgucken wieder.
War schon lange nicht mehr gemacht. Übrigens ganz kurz, was mir sehr gut gefällt, was man aber, glaube ich, kaum hört. Vom Funkgerät, ne? Wenn das Funkgerät irgendwie angeht, ist am Anfang ein Modem-Sound von so einem 28.8er-Modem. Die meisten werden gar nicht mehr wissen, was das ist, aber ein 28... Ich habe damit angefangen damals, so quasi bevor es Internet gab, habe ich mich mit sowas eingewählt bei Mailbox und sowas. Und der Sound weckt einfach Erinnerungen. Das ist so schön. Das fand ich gerade sehr, sehr schön. Also finde ich immer wieder, wenn das Funkding angeht, eine wahre Wonne. So, hier ansonsten... Oh, schon alles ein bisschen gammelig. Verdorbenes Essen, ja klar. Hier auch verdorbenes Essen. Also Bohnensupp. Wird hier schwierig. Okay. Ah. Da war wieder irgendein komisches Geräusch, was nicht ganz reingehörte. Oh Gott, mache ich mich selber verrückt? Aber ich bin fast sicher, da war was. Ja, ganz ehrlich, die braucht man ja nicht unbedingt. Da kann man essen. Bitte geh nicht zu. Ich will hier nicht sterben, ne? Mago Lunch, Mighty Suppe, Mighty Joe's Suppe. Fragile, okay, hier. Kann man Sachen hier einfach nach draußen legen? Ah, Dad's Office. Alles klar, Dad's Office. So, Was immer da passiert ist, irgendwie... Was? Game Room? Was? Was? Street Warrior! Ich brauche Strom. Hier ist Strom. Warum spielen die Automaten nicht Ping-Pong? Das ist ja mein Game. Was? Mission to Mars. Warum ist hier so dunkel? Warum ist das der Raum, der dunkel ist? Hier ist Licht, aber die Automaten müssen noch an sein. Arcade-Spiel. Ich will das... Was ist das hier noch? Hole-in-One Tournament Golf. Na gut, das ist nicht so spannend. Fury Roads Survivor. 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 Oh, warte. Fury Road Survivor. Gut. Das wollte ich jetzt nochmal. Aber. Das, was wir suchen, ist es nicht. Das hier ist ein anderer Kamin, ne? Das ist nicht das Museum. Das hier ist irgendwie ein anderer Raum. Hunting Made Easy. Okay, gut, das ist ein anderes Buch. New World. Churches of... Kirchen in Polen. Art of Urbanism. Rapunzel. Once upon a time, there was a man and his wife. They had wanted a child for a long time, but had never had one. One day, a miracle happened, and the woman gave her husband the news that they both had so long wished for. Was? Was? Barbed Wire? Okay. Okay, hier ist die Gang. The Hollywood Tower Hotel. Sieht aber ein bisschen zugewachsen aus auch, ne? Wahrscheinlich wie dieses Hotel ja auch bald. Wobei, das Hotel wird ja verkauft wahrscheinlich. Hunting made easy, Fishing made easy. Alles sehr, sehr einfach. Oh, haben wir hier vielleicht noch was? Sehr viele polnische Bücher hier, ne? Poland. Churches of Poland, Poland. Sun and Snow. Beiden haben wir hier genug, glaube ich.
Hier ist ein bisschen ruckelig gerade, das Hotel. Ich weiß nicht genau, was da, was für Bausubstanzen da verwendet wurden, aber ich kann das nicht gut heißen. Hier geht's wieder in die Küche. Oh, ist das verwinkelt hier, ne? Was? Das Umgebungsgeräusch ist auch mal weg. Ich höre ganz weit entfernt eine Uhr schlagen. Vandalen, aber... Vandalen? Das sieht aber schon sehr gezielt aus. Dieses Waschbecken, Vandalismus. Dieses Waschbecken, dieser Spiegel. Und da steht Schwein. Also muss doch hier irgendwas passiert sein. Oh. Das ist doch 100 pro Absicht. Also das ist jetzt kein Zufall oder so, ne? Oder vielleicht dramatisiere ich wieder irgendwas. Aber ganz ehrlich, das ist doch... Es ist dieses Waschbecken, dieser Spiegel und da steht Schwein. Also irgendwas scheint hier vor sich gegangen zu sein. Na, hier nicht. Hier sind die üblichen nicht spiegelnden Spiegel. Das heilige Klo. Jesus. Das ist Jesus? Okay, cool. Muss man das über dem Klo aufhängen? Braucht man Begleitung auf dem Klo? Okay, von innen. Ich dachte, vielleicht kann man von innen was an den Türen sehen. Vielleicht bei der Pick-Toilette. Dass wir da mal an die Innentüren gucken auch. Ob da vielleicht was geschrieben steht. Jesus, Jesus, du warst von... Okay. Ekelhaft. Oh, hier gibt's gar keine Tür. Okay. Gut. Türen, die auch nach außen aufgehen. Was für ein praktisches Klo. Ne, gar nichts. Ich dachte, vielleicht kriegen wir hier irgendwelche tollen neuen Erkenntnisse, aber leider... Leider nichts. Was ist das denn hier? Stand da was oder ist das... Das ist jetzt irgendwie ein Loch in der Wand. Schwein. Vandalismus. Aber hier ist doch niemand eingebrochen oder so, ne? So, okay, wir sollten duschen, ne? Ich bin hundemüde, ich werde in meinem Zimmer in der Mastersuite schlafen. Okay, wir gehen mal... Wir gehen mal pennen. Haben uns auch ein bisschen verdient. Das ist einfach gewollt. Normalerweise sollten sich hier keine Türen von selbst schließen. Irgendwie ist das ganz merkwürdig. Ich hab's auch noch ein Telefon, schön. Okay, Master Suite, dann wollen wir mal. Ich frage mich, ob die Zimmer, die wir öffnen und durchsuchen können, ob das da auch noch irgendwas gibt. Das Lachen war schon wieder da. Irving Crawford, FEMA. Hey. Hey. Listen, I just wanted to say, if I came across as obnoxious... No problemo. I get it. Almost feels like I'm getting used to being here again. Whatever. Forget it, I'm beat, and I'm rambling. No. From the rumors that went around the valley about when you left the hotel, and all that rush... Well? Right, I forgot. The Wilsonian mythology. Sorta. Now I'm just gonna chill in my room with the posters of my favorite bands, playing my old bass, totally unplugged. You play the bass? I suck. I wanted to thank you. Knowing that I'm not alone
here is a huge deal. Yeah, well, thank you for, listening and not freezing to death in your car. So I owe you my life, then. Wow. It's just... Your job. I know. Night. Night. Schon wieder was Russisches. Da steht Kühlschrank auf Russisch. Okay, und hier auch. Ja, das, offenbar gibt's da... So, Lightbulb, Flux, Lumina... Hat er vielleicht versucht, wissenschaftlich das Erscheinen von Rachel zu erklären? Ich versuche nur, hier irgendwie schlau zu werden aus den Sachen, die wir hier zusammentragen. Und der Vater scheint ja, anhand der ganzen Bücher und so, scheint er ja irgendwie... Ja, irgendwas ist da auf jeden Fall vorgefallen. Ui, draußen geht's gerade richtig los. Wir sollten wirklich schlafen. Na gut. Dann hauen wir uns einfach mal hin, oder was? Wollten wir uns nicht hier hinhauen? Muss ich irgendwas machen? Bass benutzt? Oh! Hä? Huch! Huch! Tag 2.